Ja, Leute, das muss ich euch auch noch zeigen. Wenn eine Seite gerissen ist, dann müsst ihr natürlich wissen, wie mache ich denn die Seite dran. Ganz allein zu Hause. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Hier, das sind die Seiten, die sind hier in dieser Klappe. Also wenn ihr eure alten Seiten aufbewahren wollt, dann ist auf jeden Fall nicht so wie ich. Ja, das kriegt man ja nicht mehr auseinander. Ja. Also man sieht, es gibt die Seiten so in so einer ganz schlichten, einfachen Tüte. Meistens immer ein Satz. Ein Satz bedeutet zwei dünne, zwei mittelstarke für die Mitte, eine dünne Seite und eine dicke und für unten noch eine dicke. Also das sind sieben Stück normalerweise in so einer Tüte. Oder es gibt ja in so einer Tüte, das wurde mir mitgebracht neulich aus der Türkei, da steht Uzunsap. Das bedeutet hier mit einem langen Steggriff. Und gibt es auch diese Qualität. Da steht hier 0,2. Was steht da drauf? Sass Strings, ne? Der Misch Music Center, keine Ahnung, ne? Aber hier 0,2, das ist die Feinheit. Und das sind hier die besseren, steht auch hier 0,02. Da steht auch 7 Seiten. Ja? Das ist auch eine richtig gute Verpackung. Ja? Und da sollte man ein paar Reserve haben. Also, wie kann man abtasten? Also wenn ich denn hier zwei Seiten nehme, die kann man auf Anhieb nicht sehen. Aber ich kann abtasten, fühlen. Also diese für die untersten zwei und von unten Nummer 4, Nummer 5 neben der dicken, die drei sind sehr fein. Und dann die anderen, die sind stark. Also wir haben drei Stärken. Ganz fein, unten und neben der weißen Seite. Und etwas stärkere, dickere Seiten in der Mitte, zwei gleiche. Und ganz oben die dicke. Oh, Entschuldigung, ja, 4 Stärken. Und dann gibt es hier, habe ich aber nicht, hier unten, als dritte Seite für unten, wenn man türkisch spielt, gibt es auch noch ein bisschen dünner als diese dickste hier. So, Leute. Es sollte so sein normalerweise, dass hier unten der letzte Kokia die unterste Seite hat. Ja? Und idealerweise, wenn die Seite hier dran liegt, ich drehe im Gegenuhrzeigersinn. Also mein Kok, ich drehe im Gegenuhrzeigersinn. Mein Tee sitzt hier drin. Da sind ganz feine Kerben, also in der untersten Kerbe sitzt dieser Tee, diese Seite und hier und ist hier eingehakt. Ja. Hier ist ein bisschen, müsst ihr mit euren Fingern aufpassen, dass man sich nicht verletzt und hier auf dem Kelk drauf auch die unterste Kerbe. Dann kommt Nummer 2, ich habe 3 frei, weil ich diese dicke weiße hier als dritte Seite für Türkisch nicht drauf habe. Das ist dann hier meine Seite für die mittleren, diese beiden. Erste mittlere, zweite mittlere und die dünne wieder, wie die beiden unteren, die dünne und dann die dickste. So. Also, nehmen wir mal an, eure Seite hier, diese, die zweite dicke ist gerissen, ja? Nehmen wir mal an, ist gerissen. Oder ihr macht sie ganz neu. Ich mach mal auf, ja? So. Also, als erstes müsst ihr die alte hier rausholen, ne?
Und zwar muss man hier ein bisschen zurückdrücken, wenn man ein bisschen die Seite festhält, nicht zu viel, nur ein Stückchen. Und dann braucht man Hilfsmittel, etwas Spitzes, Feines, hier ein Stückchen aufdrehen, damit man mit der Hand dran kommt. So, und jetzt ziehe ich hier. So, und jetzt drücke ich von unten das Stück, was oben ist, rauf. Sieht man das mit der Kamera? So, da sieht man das. So. Jetzt ist sie raus. Jetzt habe ich sie rausgehakt. So, also, wenn ihr eine ganz neue Seite habt, ihr steckt die Seite von hier unten, wo Loch ist, ihr steckt die Seite hier durch. Dann das letzte Stück, ich würde mal sagen, ganz wenig, 2 cm, dreht ihr einmal um. Das ist ja schon umgedreht, das sieht man. So, weil nämlich ich hake da ein. Ich hake meine Seite da ein. Moment. Ja, das ist eine Fusselarbeit. Wie sagt man? Also ich mache so ein, also ich drehe den Kopf einmal um. Aber nicht zu lang, weil wenn dieses Stück zu lang ist, dann guckt das hier unten raus und dann kann man sich dran verletzen. Also nur ein ganz kleines Stück. So, jetzt habe ich wieder eingehakt. Ja. So, und dann, so jetzt gucke ich mal in das Loch. Jetzt im Grunde genommen geht die Spitze, was ich hier so gedreht habe, die Spitze mit beide Teile gehen wieder so ins Loch rein und ist drin. Und dann drücke ich ein bisschen. Und ziehe hier unten. So, jetzt ist wieder drin. Und jetzt kann ich hier ein bisschen drücken. Oder mit dem Messer hier drauf drücken, draufhalten und hier ziehen. So, dann nehme ich mein Coke. Und mache, also manche Tails sind ein bisschen zu lang, die könnt ihr ruhig ein bisschen hier ungefähr, hier könnt ihr abkneifen mit einer Zange und von rechts reinstecken, Entschuldigung, reinstecken und ein bisschen drehen und drücken und hier einmal umknicken und dann stramm ziehen und ein bisschen drehen. So, jetzt ist im Grunde genommen dieses Stück, was umgekrempelt wurde, ist unten da drunter. Und jetzt ziehe ich meine Seite, ich kann noch ein bisschen ruhig, also hier nicht zu hoch, weil wenn eure Seite ein bisschen größer ist, die darf nicht zu hoch hängen. So, und so jetzt ziehe ich hier ein bisschen und drücke rein. Sollte die Seite sich zurückdrehen, könnt ihr die Seite ein bisschen nass machen, feucht machen, weil dann dehnt sich das Holz und dann dreht sich das nicht von alleine zurück. Und dann gucke ich denn hier, so, wo ist jetzt meine Seite? Ja, so. 1, 2, 3, 4. Okay, die vierte Kerbe hier in der Mitte, neben der anderen. So, und jetzt hört man, es ist ganz locker. Und ich drehe im Uhrzeigersinn hier mein Coke und hier mit einem Fingernagel hier auseinander drehen. So, jetzt neben der mittleren positioniert. Ich kann das so testen, hier, dann weiß ich, aha, das ist zu locker. So, bist schon ein Stückchen besser. So, und mein Coke dreht sich zurück. Also ich drücke hier mit der Handfläche mein Coke ein Stückchen rein. Und kann jetzt weiter drehen.
Sinne, ne? Hier. Also da höre ich, das ist nicht ein Ton. So wechselt man eine Seite.